Valentin, wie seid ihr darauf gekommen, Drohnen im Gesundheitswesen einzusetzen? Es ist eigentlich basiert auf einer Eigenerfahrung. Also vor ein paar Wochen war ich im Gebirge, also in flachem Gelände. Und da hat halt dann jemand eine Platzwunde gehabt. Und wir hatten glücklicherweise ein Verbandszeug mit, aber wir haben dann zur Sicherheit auch trotzdem die Rettung gerufen. Und die Rettung ist aber erst nach einer Dreiviertelstunde gekommen. Und da haben wir uns gedacht, was wäre passiert, hätten wir kein Verbandszeug mitgehabt. Und deshalb ist dann die Idee gekommen, man könnte so zur schnellen Anlieferung von Erstversorgungsmaterialien eben eine Drohne verwenden. René, wie habt ihr die Idee umgesetzt? Wir sind zusammengekommen über das Talentehaus. Das ist eine Begabtenförderung vom Land Niederösterreich. Dort haben wir Roboterprogrammierung und Konstruktion gelernt. Und durch Wettbewerbe und Interesse sind wir auf Drohnen gestoßen und haben uns sehr dafür interessiert und haben im Sommer die Weltmeisterschaft in Oklahoma gewonnen und sind jetzt durch Zufall auf den Hackathon hier in Kiel gestoßen und dadurch sind wir jetzt hier gewesen. Harald, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Also grundsätzlich haben wir sehr viele Erfahrungen gemacht. Wir haben sehr viele nette Leute kennengelernt. Wir haben gelernt, mal wieder ohne Schlaf aufs zu kommen. Wir haben sehr viel programmiert in der Zeit. Und ja. Was wollt ihr in Zukunft machen? Ihr habt jetzt hier einen tollen Preis gewonnen, mit 15.000 Euro dotiert. Also wir wollen eine eigene Drohne entwickeln, die von Grund auf aufbauen. Da kann man natürlich dann sehr viele eigene Projekte machen. Dann haben wir uns angeschaut, dass es Thermalkameras gibt, um zum Beispiel bei Lawinen auch Drohnen hinzuschicken. Und die ist leider sehr teuer, die wir uns jetzt hoffentlich leisten können.